Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Megombre, der Consolero mit Sombrero, und vergangenes Wochenende hat Damian doch tatsächlich eine Pentafeed Final Killcam rausgehauen. Ich muss sagen, ich spiele Call of Duty jetzt schon im 7. Jahr und ich sehe ja auch sehr, sehr viel auf YouTube, aber das muss ich sagen, hab selbst ich noch nicht gesehen. Das Ganze ist nämlich weder in einer Ground War Lobby passiert, wo ich es mir aufgrund der höheren Spieleranzahl noch erklären könnte, noch sind Score Streaks im Einsatz gewesen. Und um ein Haar wäre es gar nicht dazu gekommen, beziehungsweise wäre ich gar nicht im Spiel dabei gewesen, denn es war tatsächlich das letzte Spiel aus unserer Late Night Session am vergangenen Wochenende. Vielleicht noch ganz kurz ein lustiger Insider zum Thema letztes Spiel. Wir haben also wie so oft den ganzen Abend gezockt und üblicherweise, so irgendwann nach Mitternacht, rufe ich dann die letzte Runde aus und man kann sich das dann ungefähr wie folgt vorstellen. Irgendwann heißt es dann üblicherweise, okay, ich glaube, ich mache jetzt letzte Runde. Danach folgt normalerweise, die Lobby war ganz okay, ich glaube, eine geht noch. Gefolgt von, ja, eine geht schon noch. Dem finalen, letzte Runde jetzt aber. Und natürlich, okay, jetzt aber echt letzte Runde. Und nicht zu vergessen dem optionalen, okay, ohne Witz, jetzt aber echt die allerletzte Runde. Das kann sich dann also tatsächlich immer mal noch so eine Stunde hinziehen und das Game, in dem er die Penta-Killcam gerissen hat, war tatsächlich die besagte sechste allerletzte Runde. Gut Jungs und Mädels, zum Glück hatte ich die Runde auch live aufgenommen, also kann ich euch sowohl das Gameplay aus dem Theater-Mode aus seiner Sicht zeigen, welches ihr hier im Hintergrund schon sehen könnt, als auch die Live-Killcam, die man ja leider aus dem Cinema-Mode nicht aufnehmen kann. Wenn ihr Lust habt, auch mal eine Runde mitzuzocken, dann addet uns einfach. Unsere PSN-IDs stehen in der Videobeschreibung und schließt euch auch gern meiner PS4-Gruppe Mega Ombre Consolero mit Sombrero an, um meiner Community beizutreten, in welcher ich auch immer mal wieder Ankündigungen mache, mit euch interagiere oder auch einfach mal nur lustige Screenshots poste. Alles klar, lasst einen Daumen da, wenn euch der Clip gefällt, gar nicht so sehr für mich, sondern mehr für Damian. Und dann würde ich sagen, genießt die Killcam und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Ombre. Everything.